So, da sind wir auch schon mit der ersten Aufgabe dran, nämlich Eliminierung bei Pleasant Park oder Dirty Dogs. Was Eliminierung betrifft, empfehle ich halt wirklich stur, Solo-Modus oder ja, definitiv halt Solo-Modus. Oder ihr probiert es halt wirklich in Duo oder Team, aber weil dann halt einfach mehr Bots rumlaufen. Ist mein Gefühl einfach. Ich habe das Gefühl, in Duo- und Team-Modus laufen grundsätzlich mehr Bots rum. So, wir gehen dann auch direkt mal rein. Ich probiere es einfach mal solo. Es geht eigentlich nur darum, jetzt euch einfach mal zu zeigen, wo sind die Orte vor allem. Jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, nicht, dass ich hier was durcheinander bringe. Pleasant Park und Dirty Dogs. So, wir gehen direkt mal rein in die Runde. So, dann wegen dem Gewinnspiel, wegen dem Skin. Ihr wisst ja, Ghoultuber ist drin. Ich denke mal, er wird auch morgen noch drin sein. Also habt ihr natürlich alle die Chance, einen Ghoultuber zu bekommen. Was musst du dafür tun? Einfach morgen, den Freitag, zwischen 18 und 19 Uhr in meinem Stream sein. Abonnent sein wäre natürlich auch nicht schlecht. Also im Prinzip einfach da sein. Wie gesagt, 18, 19 Uhr und dann werde ich den Skin auf jeden Fall verlosen. Wenn du den Ghoultuber natürlich nicht haben willst, können wir natürlich auch reden, ob du einen anderen Skin haben kannst. Aber wir müssen halt gucken, wie der Shop morgen ist. Aber geplant ist definitiv morgen 18 bis 19 Uhr. So, wenn ich dir schon oft öfters helfen konnte bei einer Aufgabe, gern mal ein Abo da lassen. Kostet dich nichts. Ein Like kostet dich auch nichts. Von mir schreibe auch noch gerne was in die Kommentare, ob du wirklich Ghoultuber haben willst oder vielleicht einen anderen Skin. Ich weiß gar nicht, welche Skins noch so erwartet werden jetzt für Halloween. Eigentlich war ja nur Ghoultuber das Nonplusultra, sage ich jetzt mal. Aber da müssen wir dann einfach mal schauen. Und natürlich vielen, vielen Dank für jetzt 1330 Abonnenten. Also die Zahl ist echt schon krank. So, wir probieren es direkt an den Dogs. Wie gesagt, hier sind die Dogs. Und Pleasant Park. War doch Pleasant Park. Ne, Salty Springs, Entschuldigung. Salty Springs ist da. Also entweder dahin oder dahin. Wir gehen aber jetzt dahin, weil vor lauter Gequatsche die Abfahrt verpasst. Loot-technisch ist natürlich Dirty Dogs ein bisschen besser. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir es direkt hinkriegen. Vielleicht haben wir auch Glück und alle sind direkt vorne rausgesprungen. Werden wir jetzt einfach mal gucken. So, ja, man sieht schon, hier geht einiges runter. Die Lecks sind natürlich auch da. Berühmte erste Runde. Ja, er probiert auf Star. Auf jeden Fall schon mal. Oh, diese Lecks. Ja, hier habe ich schon mal eine Scheiße. Oh nein, warum ist denn da ein Zombie? Wie assi war das denn jetzt, bitteschön? Das war ja mal richtig. Also, da muss ich mal ganz groß. Aber da hochzugehen war auch nicht gerade die schlauste Art. Ich zeige es euch jetzt gerade nochmal auf der Map. Wie gesagt, ihr werdet es wahrscheinlich auch zwei, drei Mal probieren müssen, bis ihr die Kills habt. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Route ist und wie viele Gegner mit runterkommen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch in Gruppenkeile probieren, aber da ist das Problem, die Endzone muss quasi dahin kommen oder die Anfangszone, dass ihr rüberspringen könnt. Aber das ist halt wirklich mit Glück verbunden. Also Solo werden die eigentlich am besten dran sein. Oder ihr probiert halt Arena, da habt ihr schon mal auf jeden Fall die ganz großen Schwitzer nicht mit in der Runde. Müsst ihr halt mal selber ein bisschen abwägen, sage ich jetzt mal. Vielleicht klappt es bei euch bei dem einen in Solo besser, weil er ziemlich viele Bots dabei hat, weil in Arena gibt es ja keine Bots. Deshalb, das muss man sich halt ein bisschen überlegen, wie man es machen will. Einfach mal alles ein bisschen ausprobieren, vielleicht einmal Gruppenkeile, einmal Solo und einmal Arena. Ich zeige euch jetzt nur gerade nochmal den Ort und dann beende ich das Video schon mal und probiere es halt selber nochmal. Weil die Aufgabe muss ich natürlich selber auch machen. So, wir kennen ja den berühmten Ladebildschirm. So. Ja, Salty ist halt echt. Da kann man auch nicht wirklich. Ach doch, Pleasant Park. Pleasant Park und Dirty Dogs. Was red ich denn? Pleasant Park, Dirty Dogs.
Eieiei, weil ich wieder oben die Aufgabe gelesen habe. Wir gehen direkt Pleasant Park runter und probieren es da. Ich wusste doch Pleasant Park. Voll verquatscht. Hätte also eh nichts gebracht, hätten wir eben einen Kill gemacht. Das war es natürlich wieder komplett an dieser Stelle. Mal gucken, wann die ersten Hate-Kommentare kommen. Es ist nicht heute, es ist Pleasant Park. Ja, von der Höhe sieht es gut aus. Am besten wäre eigentlich da zwischen dem Dach, aber ich glaube, die ist vor mir da. Ja, die ist definitiv vor mir da. Na toll, das war's an der Stelle komplett. Die Tiere ist rum. Nein. Gucken, ob was in der Garage ist. Und Biggie, toll. Versuchen wir mal die mittlere Kiste. Na, ja, die Waffe lässt sich auch nicht wechseln. Also, wie gesagt, ich zeige es euch gerade nochmal, wo ihr hin müsst. Einmal Pleasant Park und einmal Dirty Dogs. Da müsst ihr hin. So, dann viel Spaß. Wünsche ich euch schon mal mit der Aufgabe. Es wird bestimmt nicht so einfach werden. Und in dem Sinne, haut rein.